Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des virtuellen Podiums. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Bundesstiftung Aufarbeitung und als Leiterin des Arbeitsbereichs Wissenschaft zur heutigen Veranstaltung im YouTube-Livestream. Wir greifen heute das Thema Treuhandanstalt wieder auf, eine der umstrittensten Organisationen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Wenn es um die Bewertung des Prozesses der deutschen Einheit sowie um die Probleme und Schattenseiten der Wiedervereinigung geht, ist sie das bestimmende Thema. Die Treuhandanstalt steht nach wie vor im Zentrum einer polarisierten Debatte und nur wenige Auseinandersetzungen haben in den letzten 30 Jahren so kontroverse Diskussionen erfahren. Verteidiger sehen in ihr letztlich eine alternativlose Erfolgsgeschichte, bei der das meiste doch richtig gemacht worden sei. Den Kritikern gilt sie als Symbol der Abwicklung des Ostens und als Ursache für die ostdeutsche Wirtschaftskrise. Der Treuhandanstalt unterstanden rund 8.500 ehemals volkseigene Betriebe der DDR mit mehr als 4 Millionen Beschäftigten. Insofern war der Großteil der ostdeutschen Bevölkerung von den Entscheidungen der Treuhand bei der Übergang von der Plan zur Marktwirtschaft direkt oder indirekt betroffen. In der Erinnerungskultur vieler Ostdeutscher ist sie daher fest verankert und steht vielfach auch symbolisch für Erfahrungen, die als Verweigerung Lebensleistungen anzuerkennen oder als Zurücksetzungen erfahren wurden. Die Arbeit der Treuhand hat also Spuren hinterlassen, die heutige Debatten prägen. Im Fokus steht dabei nicht zuletzt auch das Wirken zweier Personen, der Präsidenten Birgit Breul und Detlef Carsten Rohwedder, dessen Ermordung sich vor wenigen Tagen das 30. Mal jährte. Es gibt Ansätze, jenseits des Schwarz-Weiß zu differenzierten Bewertungen zu kommen. Die Bundesstiftung Aufarbeitung hat das Thema in den letzten Jahren wiederholt aufgegriffen. Etwa indem wir die Forschungsarbeit von Dr. Markus Böck durch ein Stipendium gefördert haben, der mit seiner Arbeit zur Treuhand die erste zeithistorische Untersuchung zum Personal und zum vielschichtigen Arbeitsauftrag 2018 veröffentlichte. Auch in Veranstaltungen haben wir das Thema aufgegriffen, etwa im vergangenen Jahr mit einer großen Vortragsreihe, als wir in Kooperation mit dem Institut für Zeitgeschichte Ihnen neue Forschungen zur Arbeit der Behörde vorgestellt haben, die mit der Öffnung der Akten nunmehr möglich sind. In unserem Dossier Fakten, Meinung, Mythen, die DDR als Projektionsfläche finden Sie auch auf unserer Website weiterführendes Informationsmaterial zum Thema Treuhandanstalt. Heute nun möchten wir Politik und Zeitzeugen ins Gespräch bringen. Und zugleich möchte ich Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ermuntern, Ihre Fragen und Erfahrungen über unseren YouTube-Chat einzubringen oder uns eine E-Mail an veranstaltung@bundesstiftung-aufarbeitung.de zu schicken. Wir werden diese Fragen an die Moderatorin weiterleiten. Nun möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken und das Wort an die Moderatorin des heutigen Abends, Sabine Adler, abgeben. Sabine Adler ist Journalistin und Autorin und seit vielen Jahren beim Deutschlandradio bzw. Deutschlandfunk tätig, seit 2012 dort als Korrespondentin der erweiterten Osteuropa-Berichterstattung. Mit dem Thema Treuhandanstalt ist sie eng verbunden, nicht zuletzt durch viele Reportagen, Interviews und Radiofeatures. Ich wünsche uns gemeinsam einen spannenden Abend, eine angeregte Diskussion und gebe nun ab an Frau Adler. Vielen Dank. Herzlichen Dank, liebe Frau Kuschel. Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zu unserer Diskussion heute Treuhand, Fakten, Meinung, Mythen, Politik und Zeitzeugen im Gespräch. 30 Jahre nach dem Fall der Mauer ist mit dem Thema Treuhand offenbar immer noch viel politisches Kapital zu machen. Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken im Bundestag, hat es versucht. Er hat einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss angeregt und er hat dieses Vorhaben unter anderem so begründet. Ich zitiere: Die Treuhand hat in großem Umfang deindustrialisiert und hat damit bis heute den Osten zurückgeworfen. Die Treuhand hat aus dem Osten einen 1-Euro-Laden gemacht. Und wer hat davon profitiert? 85% sind an westdeutsche Investoren gegangen und die restlichen 15 sind nicht bei den Ossis geblieben, sondern gingen an ausländische Investoren. Wie die Linke hat auch die AfD Treuhanduntersuchungsausschüsse in Bund und Ländern gefordert. Das war kurz vor den Europa- und Kommunalwahlen beziehungsweise auch vor den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und in Thüringen. Geschaffen wurde kein einziger, aber nicht
weil etwa die Kritik an der Treuhand verstummt wäre. Katrin Budde, Sie sehen sie im Bild, ist SPD-Bundestagsabgeordnete, langjährige SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende und Landesparteichefin, Wirtschaftsministerin gewesen in Sachsen-Anhalt. Frau Budde, herzlich willkommen. Sie haben im Bundestag erklärt, dass wenn Ihnen jemand, Zitat, den Tag versauen möchte, müsse er Sie morgens auf die Treuhand ansprechen. Heute, und jetzt ist der Tag ja schon ein bisschen fortgeschrittener, wir wollen also über die Treuhand reden, eben über Fakten, Meinungen, Mythen. Sie haben dem Antrag auf einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss nicht zugestimmt, obwohl Ihre Rede im Bundestag eigentlich mindestens genauso kritisch geklungen hat wie Dietmar Bartsch. Was ist davon zu halten? Naja, der Parlamentarische Untersuchungsausschuss hätte nichts gebracht. Also die Frage ist einfach, die Handelnden von, erstmal gab es eine politische Grundlage, dass diese Treuhand errichtet worden ist und sie hat auch Handlungsempfehlungen gehabt. Ja? Und der Grundsatz Privatisierung hat Vorrang, der ist auch politisch determiniert gewesen. Man müsste sich eigentlich darüber unterhalten, welche falschen politischen Entscheidungen gefällt worden sind. Das wird man in einem Untersuchungsausschuss nicht klären können. Außerdem gab es sowohl im Bundestag, da war ich aber noch nicht Mitglied des Bundestages, als auch in den Landtagen immer auch Ausschüsse zur Treuhand. Also auch in Sachsen-Anhalt haben wir zeitweilige Ausschüsse zur Treuhand gehabt. Wir haben sie sogar für einen ganz besonderen Bereich für die Chemieindustrie gehabt. Auch da ging es um die Privatisierung, die Sanierung, die Weiterentwicklung. Ich glaube, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also dieser Ausspruch etwas überspitzt stimmt, weil wenn ich auf mein Bundesland heute gucke, dann sehe ich noch heute die Spuren der Deindustrialisierung. Und ich bin zwar heute der Meinung, dass wir möglicherweise in den 90er Jahren auch nicht alles richtig gedacht haben, aber dieser Grad von Deindustrialisierung wäre nicht nötig gewesen. Und das sieht man halt daran, dass die Branchen zum Beispiel auch in Sachsen-Anhalt sehr unterschiedlich behandelt worden sind. Ja, auch wer das gemacht hat. Wenn man sich die ganze Chemieindustrie anguckt, Sie haben es gesagt, 15% sind an ausländische Investoren gegangen. Die Chemieindustrie ist anfangs von Klaus Schupp in der Treuhandveranstaltung verantwortlich privatisiert worden. Später war er auch Wirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt und hat das fortführen können. Und das ist halt auf einer ganz anderen Basis passiert als zum Beispiel die Maschinenbauindustrie. Ja? Die Frage ist halt nicht nur die Konstruktion Treuhandanstalt, da konnten wir sowieso nichts mehr machen, da gab es andere politische Mehrheiten, sondern auch, wie ist in der Treuhandanstalt gehandelt worden. Ich glaube, da gibt es noch ganz viel Aufarbeitungsarbeit. Ich glaube, da gibt es auch ganz viel Wirtschaftskriminalität, aber die würde auch ein Untersuchungsausschuss heute nicht mehr aufdecken. Deshalb also beides. Also ich gebe Dietmar Bartsch in der Analyse bei vielem Recht, nicht bei allem, aber bei vielem Recht. Ja, aber ich glaube, dass ein Untersuchungsausschuss das nicht lösen wird. Karl-Heinz Paquet ist Kollege sozusagen quasi gewesen in Sachsen-Anhalt, stammt aber eigentlich aus Saarbrücken, ist Volkswirt und FDP-Politiker, war Finanzminister in Sachsen-Anhalt, ist heute Vorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, zudem Professor an der Universität in Magdeburg. Also Sie laufen sich vermutlich doch ab und an mal über den Weg in Magdeburg. Und er hat gerade zusammen mit Richard Schröder das Buch veröffentlicht, Gespaltene Nation, Einspruch, 30 Jahre deutsche Einheit. Willkommen, Herr Paquet, und schon mal ein Gruß in Richtung Herr Schröder. Willkommen Sie beide. Herr Paquet, die neuen Kontroversen über die Treuhand und die deutsche Einheit, die scheinen jetzt 30 Jahre danach heftiger zu sein als zum Beispiel 20 Jahre danach. Wenn wir an das Jubiläum vor 20 Jahren denken, habe ich jedenfalls und viele andere Beobachter auch die Stimmung nicht derart negativ, nicht derart kontrovers empfunden, wie sie heute ist. Womit hängt das zusammen? Frau Adler, das hängt vor allem mit einer politischen Entwicklung zusammen, nämlich das Aufkommen und der relativ starke Erfolg der AfD in Ostdeutschland. Und dies hat einige Beobachter dazu verleitet, eine kausale Beziehung herzustellen zwischen dem, was sich an Transformation in den 90er Jahren ereignet hat, in der Tat unter der Ägide der Treuhandanstalt mit dem industriellen Strukturwandel und der Deindustrialisierung
und der Bereitschaft Ostdeutscher heute gewissermaßen rechtspopulistischen oder rechtsradikalen Parteien ihre Stimme zu geben. Das hat vor allem die SPD-Politikerin Köpping gemacht aus Sachsen in einer entsprechenden Publikation. Und Richard Schröder und ich, Richard Schröder kann das ja nur sicherlich noch ausführen, das hat uns auch motiviert, dieses Thema aufzugreifen, weil wir gesagt haben, das kann nicht sein, dass eine Missinterpretation der Geschichte so gewissermaßen zu einer politischen Fehleinschätzung führt. Das ist eine kreuzgefährliche Diskussion, in die müssen wir eingreifen, indem wir die Mythen korrigieren und die Fakten richtigstellen. Und die Fakten zeigen eben das Bild, das ist jedenfalls die Formulierung, die ich gerne verwende, einer fast tragischen Transformation, die natürlich auch mit einem massiven Verlust von industriellen Arbeitsplätzen verbunden war, in einer derart dramatischen Weise, wie es das in der deutschen Geschichte noch nie gegeben hat, der aber in der Summe, wenn man sich das, was dabei rausgekommen ist, heute ansieht, doch als relativ erfolgreich angesehen werden kann. Insbesondere, wenn man das an Kennzahlen misst, an Produktivität, an Löhnen und an neu entstandener Innovationskraft, auch wenn das noch nicht dem des Westens entspricht. Und vor allem, wenn man es misst an dem, was in Mittel- und Osteuropa erreicht wurde, wo ja weil die Situation einfach nicht so einen dramatischen Mobilitätsdruck erzeugte, als die Mauer fiel, konnten junge Menschen, junge Leistungsträger im Osten sofort in den Westen wechseln. Eine solche Situation hatten die Mittel- und osteuropäischen Länder nicht. Insofern konnten sie den Prozess ein Stück weit strecken, aber auch nicht ewig strecken. Das ist auch eine Fehlinterpretation. Aber dort zeigen sich eben auch Spätfolgen der Transformation. Frau Adler, Sie sind ja viel in der Ukraine, in Russland tätig. Dort sieht man oligarchische Strukturen, die wir in Ostdeutschland nicht bekommen haben. Und das ist übrigens auch ein Verdienst der Art, wie die Treuhand privatisiert hat, auf die wir ja vielleicht in der weiteren Diskussion noch mal eingehen. Zusammen mit Richard Schröder, ich habe es gerade schon angedeutet, haben Sie das Buch geschrieben, Herr Paquet, das ich gerade zitiert habe. Richard Schröder, herzlich willkommen. Hallo. Für unsere Zuschauer, ganz kurze Information zu Ihrer Person. Sie sind in Sachsen geboren, Sie sind Theologe und Philosoph, Professor, unter anderem an der Humboldt-Universität tätig gewesen. Sie waren SPD-Fraktionsvorsitzender im erst- und letztmalig frei gewählten Parlament der DDR, der Volkskammer, und waren und sind heute Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats zur Erforschung der Treuhandanstalt beim Institut für Zeitgeschichte in München. Sie werden wirklich nicht müde, immer wieder und seit Jahren zu publizieren zum Thema Treuhand in vielen Artikeln, in Büchern. Und Sie versuchen, so verstehe ich Ihre Aufgabe oder Ihre Tätigkeit, Ihre Stimme, Sie versuchen, dieser sehr, sehr weit verbreiteten Negativerzählung über die Treuhand etwas entgegenzusetzen. Aber worin unterscheidet sich Ihre Sicht auf die Treuhand so sehr von der Sicht, die die allermeisten Menschen in Deutschland haben? Warum sehen Sie die Sache anders? Auch Herr Paquet sieht sie anders. Die meisten Leute sehen das Treuhandproblem als eine innerdeutsche Ost-West-Auseinandersetzung. Deswegen ist sie auch immer mit Vorwürfen verbunden. Ich bin der Auffassung, dass die Arbeit der Treuhand, die Transformation der DDR-Wirtschaft,
nur zweitrangig ein Einigungsproblem ist. Es ist zuerst ein postrevolutionäres Problem. Mit dem Ende des sozialistischen Lagers entstand in allen ehemals sozialistischen Ländern die Aufgabe, von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft überzugehen und von der Einparteiendiktatur zur Demokratie. Die verschiedenen Länder haben das verschieden bewältigt, aber alle haben mächtig federn lassen müssen. Und wenn das ein weltgeschichtlicher Prozess ist, ein 70-jähriges Experiment geht zu Ende, dann ist es ziemlich borniert. Ich sage, das ist ja ein nationaler Tunnelblick, wenn ihr behauptet, das sei ein Ost-West-Problem innerhalb Deutschlands. Das ist ein weltgeschichtliches Phänomen. Und diejenigen Länder, selbst diejenigen Länder, in denen kommunistische Parteien noch herrschen, nämlich Vietnam oder China, sind auch auf andere Weise zur Marktwirtschaft übergegangen. Die Planwirtschaft ist gescheitert. Der Ausstieg aus der Planwirtschaft ist überall mit großen Schmerzen verbunden. Und man kann, wenn man mit Polen und Tschechien vergleicht, oder Tschechoslowakei anfangs, kann man sagen, die dortigen, ja, die Deutschen, die haben weniger und die haben Bruder im Westen, die sind besser durchs Chaos gekommen als wir. Es gibt einen Punkt, der mit der deutschen Einheit zu tun hat, das ist das Tempo. Herr Paquet hat es schon angedeutet. Die plötzliche und unvorbereitete Öffnung der Mauer verschaffte allen, die es wollten, die Gelegenheit, ohne Visum sofort im Westen zu wohnen und zu arbeiten. Und dadurch ist ein Zeitdruck entstanden, durch den man die Währungsunion, die eigentlich nach 5 Jahren oder so hätte stattfinden sollen, vorgezogen hat. Dadurch hat die Wirtschaft einen zusätzlichen Schlag auf einmal bekommen, der diese ungeheure Dramatik in der Beschleunigung erzeugt hat. Und das ist tatsächlich sozusagen spezifisch deutsch, aber mir kommt es darauf an, sich anzugucken, dass ein großer Teil der Schmerzen in keinem Land vermieden werden konnte, das aus der Planwirtschaft ausgestiegen ist. Guten Morgen, herzlich willkommen auch Sie in unserer Runde hier virtuell bei der Stiftung Aufarbeitung. Günter Nogel, das kurz als Information vorausgeschickt für diejenigen, die ihn nicht so gut kennen oder vielleicht manches vergessen haben, ist in der Lausitz geboren, ist Physiker, heute CDU-Mitglied und seit über 10 Jahren Afrika-Beauftragter des Bundesministeriums für Entwicklung und Zusammenarbeit. Er war Bürgerrechtler für Demokratie jetzt bzw. für Bündnis 90 in der letzten Volkskammer. Und war dort, und war nicht dort, aber war im Verwaltungsrat der Treuhand, und zwar von Juli bis Oktober 1990. Also Sie haben wirklich sehr in dieses Getriebe reingucken können. Auch Sie haben sich eher kritisch über die Treuhand geäußert, auch sehr kritisch, aber ganz andere Punkte geltend gemacht. Worin unterscheidet sich jetzt Ihre Kritik von der, wie wir sie jetzt bei Richard Schröder, bei Herrn Paquet gehört haben, bei Frau Budde gehört haben, von der Kritik, wie sie aus den Reihen der SPD kommt, der Linken oder der AfD? Was hat Günter Nogel zu kritisieren an der Treuhand? Naja, unsere Ausgangsüberlegung war eben eine etwas andere. Und das muss man eben zurückverfolgen auf die friedliche Revolution. Wir waren ja beteiligt, ein bisschen wie Richard Schröder auch, am Sturz der DDR und mit dem 9. Oktober in Leipzig und dann mit dem Mauerfall am 9. November 1989 war im Grunde klar, dass es über kurz oder lang die deutsche Einheit geben wird. Und da musste jetzt eigentlich nicht mehr über die Vergangenheit geredet werden. Das haben viele zu der Zeit gemacht und das habe ich auch verstanden, aber es gab eben auch eine kleine Gruppe, auch bei den Bürgerrechtlern, und das ist der erste Mythos, mit dem ich aufräumen möchte, die haben sich eben Gedanken gemacht, wie geht das wirtschaftlich eigentlich in der DDR weiter? Und das ist der Grund, warum es überhaupt den Namen Treuhand gibt. Man hat diesen Namen gewählt und das auch als eine Idee am runden Tisch eingebracht, weil man wollte, dass das Volksvermögen der DDR, was man nicht so richtig kannte, wie viel das war, aber auf jeden Fall waren wir der Meinung, irgendwas ist da schon auch an Werten vorhanden. Ich will das jetzt nicht zu lang erklären, aber natürlich gehörten zu den Betrieben auch die Grundstücke an der Ostsee und die Patente
Opportunitätswerte von Versicherungen und Banken, also Gewinnerwartungswerte, nicht so sehr die alten Maschinen, die in den Betrieben standen. Also es war irgendwie schon etwas da und das brauchte man vielleicht nicht alles als Staatsvermögen oder zur Entschädigung von denen, die früher enteignet wurden. Also all das musste man natürlich auch noch zur Seite legen. Es war eigentlich der Gedanke, wir sichern dieses Volkseigentum, was es eigentlich nach bürgerlichem Recht nicht gibt, als ein Recht auch der Bürgerinnen und Bürger Ostdeutschlands, als einen kleinen Anteil an diesem Volksvermögen, um ihnen sozusagen Startkapital in der Marktwirtschaft zu geben. Der Gedanke der Treuhandanstalt ist also dann später pervertiert worden, aber der Grundgedanke, Herr Paquet, war eigentlich ein urliberaler. Wir wollten, dass innerhalb der Ostdeutschen es Verlierer und Gewinner gibt, aber dass jeder erstmal die gleichen Startchancen hat und nicht nur die Westdeutschen, die schon 20 oder 50.000 D-Mark auf dem Konto hatten. Die meisten DDR-Bürger hatten fast nichts auf dem Konto und es war ja klar, dass die Wirtschaft natürlich bankrott war. Also wir wollten die deutsche Einheit, wir waren auch der Meinung, dass die DDR-Planwirtschaft bankrott war. Aber wenn man eben überlegt, was kann eigentlich überhaupt positiv noch geschehen in der DDR, dann war unser Gedanke eben nicht, wir kümmern uns jetzt im Sinne, sagen wir mal, ich will jetzt keinem zu nahe treten, der Linken oder der SPD, darum, dass alle, die entlassen werden, einen guten Sozialplan kriegen. Also ich habe mal an der Volkskammer gesagt, wir müssen doch verhindern, dass wir ein Volk von Sozialhilfeempfängern werden. Wir wollten ein Volk werden, wo es auch Wirtschaftssubjekte, aktive Unternehmerinnen und Unternehmer unter den Ostdeutschen gibt. Und das war der Grundgedanke. Und deshalb sage ich eben, das, was wir jetzt beklagen an Negativ-Image der Treuhand, da bin ich irgendwo zwischen den Stühlen. Ich würde das weder alles rechtfertigen, noch im Grunde verdammen. Es ist viel weniger schlimm gekommen, als ich es befürchtet habe. Aber man hätte am Anfang, also das und Anfang heißt, in der Zeit, wo es noch keine deutsche Einheit gab, die Weichen etwas anders stellen können, auf mehr Wettbewerb, auf mehr sozusagen sich auch etwas Zeit hätte kaufen können. Da hat ja Herr Richard Schröder recht, dass wir unter immensen Druck waren. Wir mussten die Währungsunion machen. Wir mussten im Grunde auch die Löhne umstellen, 1:1. Aber es ist doch klar, wenn ein Kühlschrank in der DDR für 800 Mark produziert wurde, Ostmark, und im Westkatalog 200 D-Mark gekostet hat, aber die Hälfte von den 800 D-Mark waren Lohnkosten, dann hatten wir nach der Währungsumstellung vom Juni auf Juli 1990 hatten wir plötzlich von den 800 D-Mark 800 Ostmark hatten wir 400 D-Mark Lohnkosten. Und wir konnten ihn aber nur für 200 D-Mark im Westen im Genex-Katalog, oder wie das damals hieß, anbieten. Das war die Situation. Also das konnte nicht gut gehen. Das konnte eigentlich jeder sich ausrechnen. Da musste man nicht Ökonom sein und nicht mal Physik studiert haben. Das konnte man auch mit Grundschule schaffen. Also deshalb war klar, da gibt es ein Problem. Und wir haben über die Probleme geredet, nur leider wollte keiner so richtig zuhören. Aber ich bin immer dafür, über die Probleme zu reden, wenn sie entschieden werden können. Da bin ich bei Frau Butte und nicht hinterher 30 Jahre später die Untersuchungsausschüsse zu machen. Ja, Herr Noke hat jetzt Frau Butte schon mal angesprochen, ganz direkt. Jetzt würde mich interessieren, Frau Butte, wenn wir sind bei dem ersten Komplex sozusagen über Mythen der Treuhand zu reden. Was ist denn für Sie so ein Mythos Treuhand? Oder würden Sie sagen, keine Mythen, das sind alles Fakten, die Kritik, die hier laut wird, das sind Fakten? Stellen Sie Ihr Mikrofon bitte noch an. Entschuldigung, jetzt ist es wieder an. Nee, Mythen gibt es nicht. Es gibt eine größere und eine kleinere Wut, einen verstellten und einen unverstellten Blick und es gibt natürlich ganz viele Sichtweisen. Und es gibt auf der einen Seite das Thema, was mit den Unternehmen passiert ist und es gibt auf der anderen Seite das Thema, was mit den Menschen, die vorher da drin gearbeitet haben, passiert ist. Und das gehört eben alles zu diesem Komplex Treuhandanstalt dazu. Und das ist, glaube ich, auch das Rätsels Lösung, weil die meisten ostdeutschen Familien halt, Herr Professor Paquet, ihre Abgeklärtheit nicht haben. Weil das hat ihre Familien, ihre Freunde betroffen. Sie haben überall... Meine auch, ich habe Verwandte im Osten. Mag ja sein. Alle damit zu tun gehabt, sehr unmittelbar. Es gab im Grunde keine Familie, die nicht betroffen war. Entweder sind die Eltern mit Mitte 50 in den Vorruhestand gegangen, was an sich noch eine gute Variante war,
Aber natürlich fühlten die sich zu jung in dem Alter. Ja, es ist, und auch was Richard Schröder gesagt hat, stimmt natürlich alles, ist völlig richtig. Bloß, dass die wenigsten Menschen mit dieser wissenschaftlichen Replik und Abgeklärtheit da drauf geguckt haben. Die hatten eigentlich auch nicht wirklich Lust, Teil einer Gesellschaft, weltgeschichtlichen Entwicklung zu sein, sondern die wollten einfach für sich selber wieder eine Perspektive haben. Das sind halt die unterschiedlichen Blickwinkel, die es dabei gibt. Und dadurch, dass die DDR eben im Grunde komplett auf den Arbeitsplatz orientiert war, das dürfen wir alle nicht vergessen. Es ist alles über den Arbeitsplatz gelaufen. Es ist die Wohnung über den Arbeitsplatz gelaufen, der Kindergarten, die Qualifizierung, die Ferien, das Feiern. Also fast alles ist da drüber gelaufen und das brach weg. Und damit gab es nicht bloß das Problem Betriebe und Deindustrialisierung in der Struktur, sondern es gab auch das Problem der Menschen, die da vorher drin gearbeitet haben. Und das gehört zusammen. Und deshalb blicken die heute so auf die Treuhandanstalt. Und deshalb haben nur die wenigsten davon profitieren können, in Anführungsstrichen. Ja, die mussten ihr ganzes Leben umstellen. Und sie haben zudem diesen Kulminationspunkt verloren, über das das Leben vorher gelaufen ist. Und deshalb entstehen da auch so unterschiedliche Sichtweisen drauf. Und deshalb kann natürlich die wenigsten das also so abgeklärt sehen. Ja, und uns fällt es natürlich noch sehr viel leichter, weil wir einerseits den Prozess mitgestaltet haben und ich sage, ich persönlich jetzt auch keine negative Betroffenheit davon hatte. Ich persönlich nicht. Und in meiner Familie es zwar Betroffenheit gab, aber die meisten es geschafft haben, wieder eine neue Perspektive zu finden. Jetzt in der Pandemie reden wir ganz viel darüber, was mit Menschen passiert, wenn sie vereinsamen, wie das ist mit dem Arbeiten, wenn das verloren geht, die Kontakte. Das ist den Menschen dort von einem Tag auf den anderen passiert. Und deshalb gehört das neben den ganzen gesetzlichen, rechtlichen, technischen, industriestrukturellen Themen halt mit zu diesem Thema Treuhand. Deshalb ist der Blick vieler Ostdeutscher darauf so schwierig. Und da stimmt halt etwas, was wir alle gelernt haben, das Sein bestimmt das Bewusstsein, das hat da komplett zugeschlagen. Also ein Großteil der Menschen ist auch nicht bereit, das differenziert zu sehen, weil die persönlichen Erfahrungen halt so schwierig waren. Ansonsten muss ich sagen, Herr Noke hat recht, was das Thema Treuhandanstalt angeht, vom Ursprung, von der Idee her genial. Dann hat man gemerkt, das funktioniert so nicht. Und die Bundesrepublik West wollte das auch wirklich nicht so, weil es gab es nicht bloß im bürgerlichen Gesetzbuch, sondern das war halt auch eine Philosophie Volkseigentum, die nicht zur Bundesrepublik gepasst hat. Mhm. Und dass da eher die Privatisierung der Weg war. Trotzdem gab es unterschiedliche Richtungen. Ich sage immer Chemie in Sachsen-Anhalt, Maschinenbau in Sachsen-Anhalt. Und ich habe die ganze Tippeltappeltour gemacht, von arroganten Asset-Leuten bis sonst jemanden. Ne? Also ich habe das echt hautnah mitgemacht. Ja. Da gab es beides. Es gab sowohl gute Erfahrungen als auch schlechte, was wir Ostdeutschen damals, auch ich, sage ich mal, nicht akzeptiert haben. Ich will es mal am Beispiel Kali sagen, habe ich auch im Bundestag gesagt. Die sachsen-anhaltische Kali-Industrie lebt. Sie lebt richtig gut. Ja. Sie ist super privatisiert, aber nur, weil die thüringische geschlossen worden ist. Das gehörte zu den Wahrheiten damals dazu, dass es natürlich Restrukturierung geben musste. Und da waren wir natürlich, also auch ich als ganz junge Politikerin, ich hätte am liebsten alles erhalten. Also da bin ich auch manchmal, glaube ich, mit Hörnern gegen die Wand gelaufen, von denen ich heute wüsste, du nimmst lieber die Tür und nicht die Wand. Frau Budde, ich würde gerne einen Gedanken von Ihnen aufgreifen und den weiterreichen an Herrn Paquet. Und zwar hat man nicht im Blick gehabt, als man mit der Treuhandanstalt die ostdeutsche Wirtschaft in die Marktwirtschaft überführt hat, dass da sozusagen es wirklich nicht nur um Ökonomie ging, sondern das gesamte soziale Leben in dieser Wirtschaft, in diesen Unternehmen mit verstrickt war. War das ein Erkenntnisprozess, den man erst nachher, viele Jahre später hatte, oder hatten Sie den durchaus und haben ihn ganz bewusst beiseite gedrückt? Also Frau Budde spricht ja von Abgeklärtheit. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich die historischen Dokumente lese und mich in die frühen 90er Jahre zurückversetze, da gab es sehr wohl ein Bewusstsein für die dramatische Situation, in der sich die Menschen, deren Arbeitsplätze wegfielen, befanden.
Und ich muss auch eins deutlich sagen, auch im Nachhinein, also ich jedenfalls und andere, die das analysieren, machen niemandem einen Vorwurf. Niemandem, der damals seinen Arbeitsplatz verloren hat. Ich erwarte nicht von jemandem, der bei in Bischofferode oder in irgendeiner anderen Firma bei Skett in Magdeburg, der seinen Arbeitsplatz verloren hat, dass der anschließend sagt, ja, das war die Notwendigkeit des Strukturwandels, die mir meinen Arbeitsplatz gekostet hat. Und ich bedanke mich bei der Treuhandanstalt dafür, dass sie diesen Job gemacht hat. Das erwartet doch niemand. Das ist etwas, das sitzt ganz tief, der Stachel. Das wird man im Leben nie mehr los. Und man wird deshalb wahrscheinlich viele davon, die davon direkt betroffen waren, werden auch zu einer nüchternen Beurteilung der Situation nie kommen. Das ist doch absolut menschlich. Und das haben auch damals diejenigen, die diese Entscheidungen treffen mussten, gewusst. Und da brauchte es keines extrem langen Bewusstseinsprozesses. Aber gleichwohl ist es für ungeheuer wichtig in einem Land, dass man doch die Situation nicht nur gefühlt untersucht, sondern auch mit den objektiven Fakten abgleicht. Und die ostdeutsche Wirtschaft war eine in sich geschlossene Planwirtschaft, fast perfekt isoliert vom Weltmarkt, wo es kaum ein Produkt gab, das gewissermaßen, was wir Volkswirte Weltmarktfähigkeit nennen würde. Und deswegen bedurfte es Geschäftsmodelle. Frau Budde, da waren Sie ja selbst auch mit als Wirtschaftsministerin dran beteiligt, und Herr Schucht, den Sie erwähnt haben, diese Geschäftsmodelle, und das war natürlich die grundlegende Annahme, die werden sich nur herauskristallisieren, wenn man private Unternehmer hat, die möglichst in der betreffenden Branche schon tätig sind, die Branchenkenntnisse hatten und mit diesen Geschäftsmodellen die Unternehmen oder die Betriebsteile, die herausgelöst wurden, aufkauften und zurückführten oder neu hineinführten in den Markt. Und dass dieser Prozess mit großen Arbeitsplatzverlusten verbunden war, ist doch völlig klar. Also Ökonomie und Psychologie waren da keineswegs vollkommen getrennt. Wohl bemerkt, wenn man sich die Fakten ansieht, die Beschäftigung in der Industrie ist damals von 3,5 auf 1,5 Millionen in dem ganzen Prozess zurückgegangen. Etwa 42% der Arbeitsplätze konnten erhalten bleiben. Immerhin. Ich muss ehrlich sagen, bei dem Grad der Isolierung über 40 Jahre, den die ostdeutsche Wirtschaft hat, finde ich die Zahl sogar noch relativ hoch. Und sie spricht dafür, dass übrigens mit enormen öffentlichen Mitteln, mit enormen Subventionen dieser Strukturwandel dann doch einigermaßen seriös und stabil und erfolgreich abgewickelt wurden. Ich weiß nicht, Frau Budde, ob Sie das bestreiten würden. Wenn Sie es bestreiten, dann braucht man natürlich die Gegenfrage, wie hätte man es anders machen können? Jetzt würde ich aber gerne Richard Schröder erstmal die Gelegenheit geben, denn bei diesen ganzen vielen Negativerzählungen und Negativbeispielen, die wir alle kennen aus der Geschichte der Treuhand, die viele, viele Menschen in den ostdeutschen Bundesländern zu erzählen wissen, gibt es denn überhaupt gar nichts Positives? Oder anders gefragt, wird da manches noch negativer erzählt, als es denn tatsächlich war? Es ist ein Name gefallen, Frau Budde, das ist leider eine Parteifreundin von Ihnen, nämlich Frau Köpping. Frau Köpping, ganz genau. da gab es in Ihrem Buch Integriert doch erstmal uns eine Darstellung eines Betriebes, nämlich Groß-Dubrau, ein Hersteller von Elektro-Porzellan-Isolatoren, die einfach falsch war und die so nicht da hätte stehen müssen, wenn Frau Petra Köpping nur ein einziges Mal bei Wikipedia nachgeguckt hat, wie diese ganze Geschichte abgelaufen ist. Da gab es eine Anfrage von den Grünen, die ist beantwortet worden 1992. Man hätte es also wissen können. Sie schreibt es trotzdem anders. Richard Schröder, ich möchte gerne
von Ihnen wissen, Sie haben sich mit solchen Falschdarstellungen befasst. Ja. Also man kann... Was ist da noch so ein Wandermärchen? Ja, also hier geht bei Groß-Duckbrau ist erzählt worden und Frau Köpping hat überhaupt nicht selber überprüft, hat auch nicht bei Google nachgeguckt, hat gesagt, sie glaubt, dass denen, die das erzählt haben, erzählt worden, der Westdeutsche kauft den ostdeutschen Betrieb, um ihn dann platt zu machen. Es hat sich aber herausgestellt, als ich habe, wenn das stimmt, dann muss auch ich mich empören. Gucke im Google nach und was lese ich? Der Betrieb ist überhaupt nie an einen Westdeutschen verkauft worden. Der Beschluss, ihn zu schließen, ist vom VEB Hermsdorf getroffen worden. Die Geschichte ist vollständig erfunden. Die Maschinen, dann hat sie auch behauptet, die Maschinen seien nachts nach dem Westen geschafft worden und der Tresor mit dem letzten Gehalt auch. In Wirklichkeit hat das VEB Hermsdorf die Maschinen nicht nach dem Westen geschafft, sondern nach Sonneberg, wo sie heute noch arbeiten. So, jetzt neuerdings lese ich bei Herrn Oberender, dass Bischofferode, da habe eine Westfirma mit einer Ostfirma fusioniert, um die Firma danach zu schließen. Großer Blödsinn. Also ist ja dasselbe Muster, nicht? Das ist eine Wanderstory, Wanderlegende. Es ist so gewesen, dass auf Drängen der Gewerkschaften die Westdeutsch, also die hessische Seite des Kalibergbaus und die Thüringer und Sachsen-Anhaltische Seite auf Drängen der Gewerkschaft fusioniert sind. Da es ein Überangebot gab, wurde beschlossen, zwei Betriebe im Westen und zwei Betriebe im Osten werden geschlossen. Im Westen sind 1.700 Arbeitsplätze weggefallen und im Osten 1.800, also 100 mehr. Aber bei Bischofferode gab es diese Proteste und die sind nach meiner Vermutung deshalb so stark geworden, weil es ein Hin und Her gab. Erst dieses wird geschlossen. Dann war eine Zeit lang nicht mehr von Schließen die Rede und dann kam nochmal, wird geschlossen. Und da sind die Leute auf die Barrikaden gegangen. Aber wenn man das jetzt mal, ja, mir wird ja hier der kühle Kopf vorgeworfen, aber wenn man das mal sachlich guckt, dann muss man sagen, man hat die Produktionsreduzierung einigermaßen passabel auf Ost und West zu verteilen versucht. Und die Behauptung, die Wessis kommen, kaufen Betrieb und machen ihnen Platz. Platt machen ist ja ein Zauberwort gewesen. Da hatte die Treuhand noch gar nicht richtig angefangen. Da lief das schon. Dazu kenne ich keinen einzigen Fall von kriminellen Vorgängen abgesehen, die aber natürlich dann die Staatsanwaltschaft beschafft hat. Es gibt noch mehr solche Story. Den Westdeutschen seien die Betriebsschulden erlassen worden und den Ostdeutschen nicht. Das ist so auch nicht richtig. Aber wenn ein Investor 100 Millionen Investitionen zugesagt hat, dann hat man in der Tat die Treuhand die Betriebsschulden übernommen. Im Übrigen war ja das Ostdeutsche keinen Anteil an den Treuhandbetrieben bekommen haben. Das ist auch falsch. Es ist ungefähr die Hälfte der Betriebe in ostdeutsche Hand gelangt. Die sind aber alle klein. Und diese Zahl, die Sie da vorhin genannt haben, mit den 5% seien nur an Ostdeutsche gegangen, das ist nicht die Zahl der Betriebe, sondern das ist der Anteil an der Gesamtverkaufserlös. Aber Berlin Chemie hat nicht ein Westdeutscher gekauft, sondern ein italienischer Konzern. Er hat 100 Millionen bezahlt und 400 Millionen Investitionszusagen gemacht. Hier wird Ost und West verglichen, aber es wird übersehen, dass die ganz großen Dinger haben doch die Kapitalgesellschaften übernommen und nicht einzelne Westdeutsche. Und die Ostdeutschen konnten in der Tat, auch mit Kredit, kaum über 300.000 zusammenkriegen. Kratzen, um einen Betrieb zu übernehmen. Aber nach der Anzahl der Unternehmen ist die Hälfte an Ostdeutschen gegangen, vorwiegend kleine. Und ich meine, wenn man heute guckt, wir haben, ich weiß nicht ganz genau, wir haben ungefähr 6 oder 7% Arbeitslosigkeit im Osten. Da muss ja was entstanden sein, denn wir hören ja immer 40% der Arbeiter entlassen. Ja, aber es ist doch offenbar eine Menge Neues entstanden, sonst wären wir nicht so niedrig bei der Arbeitslosigkeit. Jetzt möchte ich gerne Günter Noke die Gelegenheit geben. Herr Noke, mich erreichen etliche Fragen im Chat.
unter anderem zur Währungsunion, unter anderem zu den Anteilsscheinen, die die Urtreuhand, so fragt es hier ein Zuschauer, ausgeben wollte. Das war ja also eine Ursprungsidee der DDR-Bürgerrechtler. Das sind zwei Stichworte. Ich würde gerne noch ein drittes Stichwort hinzufügen. Das sind die Altschulden der Betriebe. Die hat auch Richard Schröder ja gerade angesprochen. Die Altschulden der Betriebe, war das unausweichlich, dass man die Schulden, die die DDR-Betriebe hatten, tatsächlich mit sozusagen in die neue Marktwirtschaft mit hinübernimmt? Nein, natürlich war das nicht zwingend nötig, aber man müsste jetzt auf ganz vieles noch eingehen. Ich versuche mal, die Fragen zu beantworten und bei dem Thema, was diskutiert wurde 1990, bleiben. Das Problem der Altschulden bestand darin, dass Betriebe sozusagen innerhalb der DDR von der staatlichen Bank zugewiesen bekamen, was sie für Geld hatten und dann alle Gewinne wieder abführen mussten. Es gab also nur Verrechnungseinheiten zwischen der DDR. Man könnte sich das Leuten heute vielleicht so erklären, dass es wie ein kommunaler Eigenbetrieb, also der eine macht Schulden, der andere macht Gewinne und wenn am Ende die Stadt gut wirtschaftet, dann kann man das eben ausgleichen. Da ist nach außen keine Verschuldung. Die DDR hatte eine Außenverschuldung, die war lächerlich gering. Ohne jetzt die Zahlen zu nennen, die Binnenverschuldung wurde erst mit der Währungsunion zu echten D-Mark-Schulden. Das hätte man ändern können, aber ein Problem der Treuhand bestand darin, ich würde schon sagen, dass man es politisch und zwar finanzpolitisch versucht hat, zur damaligen Zeit zu verstehen, indem man gesagt hat, so viel wie möglich beim Finanzminister lassen, das wird noch teuer genug und nichts abgeben. Herr Schröder wird sich vielleicht erinnern, wir haben ja dann in einer Sondersitzung noch vor dem 17. Juni beim Treuhandgesetz einen Paragraphen mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten der SPD von Mecklenburg-Vorpommern an Ringsdorf eingeführt, wo es dann darum ging, das Vermögen, das die Kommunen für ihre Versorgung, also Energie, Gasanlagen und so weiter, Kraftwerke brauchen, dass man das kostenlos überträgt. Schon diese Art von kommunalem Startvermögen wollte das Finanzministerium nicht zugestehen. Das haben wir in der Nacht- und Nebelaktion gemacht. Da haben mich die Bonner dann gefragt, wie so ein Gesetz überhaupt in der Volkskammer verabschiedet werden kann. Das hätten sie gar nicht gesehen. Das hatten wir eben selber geschrieben. Also ich will nur sagen, das war sozusagen sehr finanzpolitisch. Und wenn man muss schon, da würde ich auch an Schröder ein bisschen widersprechen, es gab schon ein Ost-West-Problem. Der Osten hätte natürlich Wettbewerb erzeugen können, indem er internationale Leute gefragt hätte, ob die kommen wollen. Und dann wird es natürlich ein Ost-West-Problem, weil die Gewerkschaften im Westen natürlich nicht wollten, dass sie Konkurrenz durch Ostbetriebe bekommen, vielleicht sogar noch mit Arbeitern, die nicht ganz so viel verdienen wie in westdeutschen Ländern. Und damit hätte es natürlich viel mehr Gewinner und Verlierer gegeben. Und ich will gar nicht sagen, dass das politisch friedlicher abgelaufen wäre. Aber dass es keine Möglichkeit gegeben hätte, es anders zu machen, das ist eben ein großer Mythos, der so nicht stimmt. Und die Altschulden haben natürlich den Betrieben überhaupt keine Handlungsmöglichkeit gegeben. Wenn sie dort, damals waren ja noch die Zinsen entsprechend hoch, Kreditlasten von mehreren Millionen oder 100 Millionen zu bedienen hatten, dann konnten sie natürlich nicht in die Marktwirtschaft starten. Das ist ein Problem. Das andere ist aber wirklich, dass es eben diese Unabhängigkeit vom Westen gar nicht gab, sondern dass es, wie Schröder hat es ja gesagt, man hat ausgehandelt mit den Gewerkschaften im Westen, wie viel macht ihr dicht, wie viel machen wir dicht, statt zu fragen, ja, wenn die Kanadier Bischof Roda haben wollen, dann sollen sie es nehmen und mal sehen, wer auf dem Markt sich durchsetzt. Und natürlich hätte das Verlierer im Westen gegeben. Und da, jetzt nochmal zur Erklärung. Ich verstehe völlig, dass, und man muss sich bewusst machen, was 1990 anstand. Im Dezember waren planmäßig Bundestagswahlen. Und natürlich hatte keiner Lust, Bundestagswahlen, wo 4/5 im Westen Wähler sind, zu verlieren, weil er jetzt irgendwie auf da so ein paar Ossis, die doch gerade die Freiheit bekommen haben und zufrieden sein sollen, dass sie jetzt im Westen dürfen, dass er auf die Rücksicht nimmt und sich selber Probleme organisiert, dadurch, dass es eben marktwirtschaftlich interessante, wettbewerbsfähige Unternehmen gibt. Okay, es stimmt eben nicht, es gab schon wettbewerbsfähige Unternehmen. Sie werden ja wohl nicht behaupten wollen, dass die staatliche
Versicherung, die die Allianz und im Grunde mit der Zusage, wir streichen die Filialen und beschäftigen die Arbeiter dort, Mitarbeiterinnen weiter. Sie wollen ja nicht sagen, dass man dafür für 16 Millionen Kunden braucht man heute schon ein bisschen Werbungskosten. Und da ist auch ein sicheres Geschäft mitzumachen. Und genauso war es mit der Energiewirtschaft. Da hat man dann im Grunde nichts von außen investiert, sondern den Leuten beim Strom den Kohlepfennig abgenommen und das dann reinvestiert in Deutschland. Das waren sozusagen auch sichere Einnahmequellen beim Stromvertrag. Und diese Verträge wurden alle schon vorher gemacht. Es gab schon auch hier ein Ost-West-Spiel. Und wir als Steuerrechtler hätten gedacht, man hätte eigentlich in der Zeit des halben Jahres Volkskammer der DDR durchaus auch ein paar internationale reinholen können. Und die Drohung, wir machen das hier etwas anders, die hätte sicher auch zu Verwerfungen geführt. Und die hätten sicher nicht im Westen alle gut gefunden. Aber es war anders als manche in der DDR-Regierung dachten oder Herr de Maizière, glaube ich, mal gesagt hat, es gab einen Grundlagenvertrag von 1972 und da hat das Karlsruher Verfassungsgericht mal festgelegt, die DDR kann man nicht ablehnen. Wenn die beitreten wollen, muss der Westen sie nehmen. Also das war sozusagen das große Argument. Die Deutschen waren immer Deutsche nach dem Grundgesetz und wenn sie alle gesagt hätten, wir kommen jetzt, dann konnte man im Westen nicht sagen, man nimmt sie nicht. Aber man hätte eben ein paar Dinge bis zum 3. Oktober 1990 in der DDR noch regeln können. Danach, finde ich, war vieles gelaufen und vor allem eigentlich schon nach dem 1. Juli mit der Währungsunion. Das sind so, und danach dann, würde ich sagen, nach dem 1. Juli, nach dem 3. Oktober ist nicht so viel falsch gelaufen, aber natürlich gab es auch ein paar verbrecherische Akte noch. Ich könnte viele Sachen erzählen. Herr Schröder zum Beispiel, mein Bereich, wo ich herstamme, aus der Lausitz, gab es eine große Glasindustrie. Ich will nur mal sagen, es gab eben auch viel Naivität auf Seiten der Ostdeutschen. Die haben die Konkurrenz aus Bayern eingeladen, haben die Vertragsbücher gezeigt und die Lieferverträge, die sie hatten, da braucht man die nicht mehr platt machen. Die haben die einfach mitgenommen und selber beliefert und dann ging eben nichts mehr. Das kann man schon auch als einen Ost-West-Konflikt darstellen. Das lag aber nicht nur an ganz bösen Westmanagern, sondern das lag einfach auch daran, dass die Zeit so war, wie sie war und viel Naivität unterwegs war und nur wenige wussten, wo es lang geht. Und die wussten sehr genau, warum sie es so machen, bis hin zu den Altschulden. Die konnte man dann eben sozusagen als Hypothek auf den Grund und Boden der DDR legen und hat im Grunde dann für einen Finanzminister anders sich gerechnet. Man hätte es nicht machen müssen. Jetzt wartet Frau Butte schon ganz lange. Ich möchte Ihnen sofort das Wort geben. Frau Butte möchte aber gerne, Sie können ja schon mal das Mikrofon freischalten. Ich möchte Ihnen gerne noch eine Frage mit auf den Weg geben. Martin Böttger hat nämlich im Chat geschrieben und gefragt, hätte es die Deindustrialisierung Ostdeutschlands nicht auch ohne die Treuhand gegeben? Nein. Also die Industrie hätte so nicht überlebt, das wissen wir. Alles, was dazu gesagt worden ist, ist richtig. Ja, weil sie war natürlich auf das RGW ausgerichtet. Es war auch Jahrzehnte vorher, waren ganze Produktionsstätten, wie zum Beispiel Zuckerfabriken, verlagert worden, wo es früher zum Beispiel in Sachsen-Anhalt mal hohe Kompetenzen gab. Die sind dann nach Tschechien gegangen und so. Das ist schon alles richtig auf so einem geschlossenen RGW ausgelegt. Also so wie sie war, wäre sie nicht überlebensfähig gewesen. Und die Wirtschaft oder die Unternehmen hatten ja diese Art von Vollbeschäftigung, also auch eine ganz andere politische Aufgabe noch, als nur wettbewerbsfähig zu sein. Also insofern, jein. Einerseits ja, andererseits glaube ich halt, und das zeigen andere Beispiele, dass auch viel mehr anderes möglich gewesen wäre. Und da bin ich bei Herrn Noke, bei dem Thema Kali, Bischofferode. Und da ist richtig, das waren damals auch Gewerkschaften und Unternehmen, die das miteinander verhandelt haben. Aber wir haben noch eine zweite Problematik der Konkurrenz, Situation gehabt, nämlich bei den Banken. Wir haben in Sachsen-Anhalt ja keine eigene Landesbank, sondern wir haben die NordLB mit als Landesbank. Und mir ist es ganz oft in den Jahren, als es um Privatisierung und Finanzierung gegangen, dass gesagt worden ist, nee, das machen wir nicht für Sachsen-Anhalt, weil das ist in Niedersachsen schon im Portfolio und da schaffen wir uns die eigene Konkurrenz ins Haus. Also auch da war diese Problematik, dass nicht jede Übernahme, Herr Paquet, es war nicht immer so, aber es war oft so. Und ich habe sehr viel früher als Sie diese leider Gespräche führen müssen. Und also man stand halt tatsächlich vor verschlossenen Türen und hinter vorgehaltener Hand ist einem das auch ganz offen gesagt worden. Das machen wir nicht. Und das ist eben gerade in dem Bereich der starken
Metallindustrie, Maschinenbau, Gießerei und sowas gewesen, wo es auf der anderen Seite in Niedersachsen ähnliche Betriebe gab, ja, und da gab es halt auch diese Problematik, dass nicht nur das Thema Gewerkschaften gewesen ist, sondern eben auch das Thema, wird das finanziert oder nicht finanziert. Und das dritte Thema ist, und darum hat es in der Chemieindustrie in Sachsen-Anhalt, ich sage es wieder, funktioniert, da hat Klaus Schucht eben genau diesen Wettbewerb ausgeschaltet, indem er gesagt hat, nimmt eh keiner innerhalb Deutschlands, weil wir wären nur Konkurrenten hier in Sachsen-Anhalt. Wir gehen mal international suchen, haben Amerikaner geholt, ja, haben Franzosen geholt. In alle möglichen Bereiche, zusammen mit dem Industrieparkmodell, hat das funktioniert. Nur Bayer Bitterfeld, nur Bayer ist gekommen als großes deutsches Unternehmen. Linde da nachher noch mit. Aber ja, also es gibt noch so ein paar, aber die großen Dinge sind mit ausländischen Unternehmen gemacht worden. Auch die Privatisierung übrigens der Mibrag. Das war Advent International als erster, der das übernommen hat, weil die Mibrag sollte geschlossen werden. Und ich war selber Wirtschaftsministerin, als die ganze ostdeutsche Energieindustrie verkauft worden ist, die FEAG. Ja, und das war schon sehr interessant. Sie haben völlig recht, Herr Noke. Und das sollte ich unterschreiben. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und ich unterschreibe das nicht, wenn ich keinen Vertrag für die Mibrag kriege und wenn nicht die Mibrag die Zusage kriegt, dass sie in das neu erbaute Kraftwerk bei Leuna so und so viele Jahre liefern darf als Anfang, als Start, damit die wettbewerbsfähig werden auf dem Markt. Da haben die von der Treuhand meinen Abteilungsleiter angerufen und haben gesagt, das macht die junge Frau doch nicht. Ne? Da hat mein Abteilungsleiter Andreas Schaber damals gesagt, ich glaube, sie täuschen sich. Die unterschreibt in die Fiat-Privatisierung nicht, wenn wir das andere nicht machen. Herr Noke, Sie haben völlig recht. Da waren halt auch noch andere Dinge, wettbewerbsfähig. Gründe aus ganz anderen Sichten. MAN zum Beispiel wollte das SKL, Schwermaschinenbau Karl Liebknecht, die großen Motoren gebaut haben, die von so klein bis so groß wie Hochhäuser überall auf den Weltmeeren gefahren sind, im RGW, bei den Russen und bei uns und überall. Ja, die wollten das am Anfang kaufen und platt machen, weil die hatten überhaupt gar kein Interesse daran. Die wollten nur das Servicegeschäft und den Rest wollten sie platt machen. Haben wir verhindert, mit dem Erfolg, dass das trotzdem krachen gegangen ist, weil wir keinen anderen gefunden haben. Also das gehört dann auch zur Wahrheit. Ja. Und 20 Jahre später haben die den kleinen Rest aufgekauft, ja, MAN, und hat dann eine eigene Produktion dahin gemacht. Haben hinter vorgehaltener Hand auch gesagt, Mensch, toll, dass das noch über ist und so hochschön qualifiziert, das machen wir jetzt. Ja. Ja, Sie haben schon recht, damals hätten wir das Ganze nicht haben wollen. Also das gehört schon, Sie haben völlig recht, Herr Noke, mit zur Wahrheit dazu. Ja, und das war wirklich eine ganz verrückte Zeit mit ganz vielen Wahrheiten und ich glaube mit guten und Idealen, mit guten Ideen und Idealen, die auch was versucht haben. Aber so eine große Umbruchzeit ist halt auch eine Zeit, wo sehr viele Gauner unterwegs sind. Und das mag nicht stimmen von Frau Köpping. Ich finde diesen Spruch integriert erstmal uns sowieso bekloppt. Also das ist jetzt so von den politischen Aussagen, auch wenn sie meiner Partei ist, nicht immer diejenige, die ich als Freundin bezeichnen würde. Es gibt solche Beispiele, die sie genannt hatte, die kenne ich, weil ich bin wirklich 90 in den Landtag gekommen und habe von da an in jeden Tag in Betrieben, jeden Tag Privatisierungsbegleitung gemacht. Es gab solche Beispiele. Und es wäre auch unglaublich, wenn es sie in solcher Transformations- und Umbruchssituation nicht gegeben hätte. Herr Packe, jetzt fragen sich viele Menschen, die die Geschichten von der Treuhandtätigkeit erlebt haben, deren Opfer geworden sind, die sich das vielleicht aus westdeutscher Sicht oder Perspektive nochmal vergegenwärtigen. War es denn tatsächlich so? Hat es zur Privatisierung, so wie sie erfolgt ist, überhaupt keine Alternative gegeben? Wenn ich so pauschal fragen, antworte ich pauschal nein. Es hat keine Alternative gegeben. Es hat in jedem Einzelfall, das wird ja heute auch in dem großen Projekt, das vom Institut für Zeitgeschichte untersucht wird, bei dem Herr Schröder und ich im Aufsichtsrat auch sind, im Beirat, wird das ja auch im Einzelnen untersucht. Und man wird irgendwann das volle Tableau dieser möglichen Alternativen und der Entscheidungen auf dem Tisch haben.
Und da gebe ich Frau Bitte Abuda absolut recht. Da wird eine überaus komplizierte Story rauskommen, wo richtige Entscheidungen, wo Fehlentscheidungen, wo Dinge, die man bis heute nicht wirklich genau beurteilen kann, rauskommen. Aber der grundsätzliche Ansatz zu sagen, wir versuchen ganz pragmatische Weise, möglichst Investoren zu bekommen, die Erfahrung in den betreffenden Branchen haben. Übrigens Westdeutsche genauso wie ausländische. Es sind natürlich auch ausländische Interessenten berücksichtigt worden. Da gab es nur in bestimmten Branchen, eben besonders wie die Chemieindustrie, Katrin Buter hat es genannt, gehörte zu einer dieser Branchen. Aber insgesamt ist man mit einem offenen Visier gewissermaßen rangegangen, dass man gesagt hat, wir müssen nur private Investoren können ein überzeugendes Geschäftsmodell, nennt man es heute, und Sanierungskonzept haben. Man kann vorübergehend so einen Betrieb mit Geldern, ist ja enorm viel in der Übergangsphase seitens der Treuhand reingeflossen, über Wasser, aber das eigentliche Transformationskonzept muss von dem Erwerber kommen, der die entsprechende Branchenkenntnis hat. Und wenn das Privatisierung ist, und das war die Privatisierung, da war sie unvermeidlich. Und wenn man es anders gemacht hätte, wäre man viel schlechter gefahren. Aber erlauben Sie mir noch eine Bemerkung, die vielleicht ganz wichtig ist zwischen den Branchen. Es ist natürlich sehr wichtig, die Banken, die Versicherungen, die Energiewirtschaft gedanklich zu trennen von dem sogenannten verarbeitenden Gewerbe. Denn in diesen Bereichen gab es wirklich Kapitalwerte, Herr Noke, da gebe ich Ihnen ja vollkommen recht. Wenn Sie Kali im Boden haben, dann ist das was wert. Dann ist es mehr die Frage, ob Sie ein Überangebot auf dem Weltmarkt haben an dem entsprechenden Rohstoff, den Sie da fördern wollen. Und genau das war ja der Fall. Die Kali-Industrie hatte überhaupt nichts mit gewissermaßen einem Wert. Diese Industrie hatte im Grunde einen Wert. Was da im Boden liegt, ist was wert. Nur wenn es ein Überangebot am Weltmarkt gibt, wird man es auch nicht los. Das ist aber eine andere Situation, als wenn Sie in die Tiefen des verarbeitenden Gewerbes hineinsteigen und für einzelne Produkte, also nehmen wir die Automobilindustrie, die ist eigentlich ein perfektes Beispiel dafür. Für einen Trabant und einen Wartburg einen neuen Markt zu finden, ist nicht nur schwierig, es ist praktisch unmöglich. Und insofern wurden die Standorte genutzt in Zwickau, in Eisenach, um völlig neue Werke hinzustellen, die dann Produkte produzierten, die bereits platziert waren im Weltmarkt. Und das war der genau richtige Weg. Allerletzter Punkt, ein weiterer Bereich der Privatisierung betrifft ja auch Branchen, die überhaupt nicht in internationaler Konkurrenz standen. Die lokalen, regionalen Dienstleister, das Handwerk. Und in diesem Bereich sind die Privatisierungen auch relativ friktionslos verlaufen. Also man muss schon sehr genau unterscheiden, in welchen Branchen man sich bewegt. Desto größer die sozusagen die Exposure, die Integration in den Weltmarkt war, desto schwieriger war es. Und deswegen ist so ein Fall wie die Chemieindustrie besonders dramatisch gewesen. Da kommen noch die ökologischen Probleme dazu. Die Produkte waren total veraltet. Dann brauchte man Investoren, die völlig Neues dort produzierten. Und das Interessante ist, man hat sie gefunden. Frage in die Runde zur Treuhandbilanz gehört auch, dass sehr, sehr, sehr große Summen für Sozialausgaben rausgegeben wurden, für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, für Arbeitslosengeld, für Sozialhilfe. Also man hat wirklich große Summen ausgeben müssen. Ich habe vorhin mit einem Zungenschlag bei Herrn Noke ausgemacht, wir wollten ja keine Sozialhilfeempfänger werden, wir wollten ja kein Herr von Arbeitslosen werden. War das verkehrt, dieses Geld auszugeben? Was hätte es dazu eine Alternative gegeben? Wer möchte antworten? Naja, vielleicht als erstes, Frau Adler, der Herr Noke und dann Herr Schröder. Nicht zu welchem Zeitpunkt reden wir darüber. Ich habe das gesagt in der Volkskammer, als es um das Treuhandgesetz geht.
wo die Weichen noch eben nicht so gestellt waren, als dann alles im Grunde so lief, wie es ja jetzt auch vielfach erklärt wurde, brauchen sie natürlich Sozialpläne, brauchen sie natürlich das Geld, um die Leute abzusichern und Arbeitslosen Unterstützung zu geben. Das ist ohne Zweifel richtig. Die Frage ist nur, hätte es ein paar auch im verarbeitenden Gewerbe vielleicht noch andere Anbieter gegeben, international, die schon eher eingestiegen wären und wo man eben das, was Herr Paquet jetzt erklärt hat, doch noch, sagen wir mal, etwas erfolgreicher hätte gestalten können. Ich will nur eine Zahl nennen. Ich meine, Sie haben ja das Buch vorhin erwähnt, Frau Adler. Herr Schröder und Herr Paquet sprechen auch von Deindustrialisierung in dem Buch. Da habe ich auch mal reingeguckt. Und die 15% Industriearbeitsplätze in Ostdeutschland muss man eben mit den 25 in der Slowakei vergleichen. Und Herr Schröder hat ein Argument geliefert, da konnte man eben sich ein bisschen länger Zeit lassen. Und unser Gedanke war eben ja nicht, dass man sozusagen das Volkseigentum als Geld den Bürgern der DDR auszahlt, sondern es ging ja darum, dass man damit im Grunde so eine Art auch Verzögerungseffekt hat, dass die Leute in gewissem Sinne, wenn sie 25% Anteile, eine Sperrminorität haben, dann können sie das im deutschen Aktien- und GmbH-Recht auch anders regeln. Also es gab schon, dahinter stand schon mehr wirtschaftliches Konzept, als ich das hier erklären kann jetzt in der kurzen Zeit. Und das hätte eben an einigen Stellen mehr Gewinner und Verlierer in Ost und West dadurch gegeben. Also vor allem Verlierer auch im Westen. Und natürlich auch Leute im Osten, die dann hätten aufgefangen werden müssen. Es ist also nicht so, dass ich jetzt irgendwie damit mit Zorn zurückblicke und es wurde alles falsch gemacht. Ich habe selber im Bereich der Braunkohlesanierung, also das heißt der Altlastenbeseitigung der DDR Braunkohletagebau und Veredelungsstätten der Braunkohle gearbeitet. Da sind inzwischen 10 Milliarden Euro ausgegeben worden. Wir hätten uns doch zu DDR-Zeiten in der Lausitz, als wir gegen die Braunkohletagebau demonstriert haben, nie gedacht, dass mal irgendwer so viel Geld ausgibt, um die alten Dinger da wieder zu begrünen. Also da ist ja wirklich viel geschehen. Das sind ja auch Erfolgsgeschichten der deutschen Einheit. Aber ich meine, wie hat man das gemacht? Man hat die Kosten sozialisiert und die Gewinne privatisiert. Die MIBRAG und die Laubag, die gegründet wurden damals, die haben 5 Meter Schnittstellenverträge gemacht, wo genau abgegrenzt wurde, welche Fläche sie nehmen, um Kohle zu fördern und was sie an Altlasten der sozusagen dem Steuerungs- und Budgetausschuss und der LMBV hieß das damals, wo ich gearbeitet habe in dem Bereich. Die mussten das dann sanieren und da gab es viel öffentliches Geld und das muss man auch sagen, das hat es natürlich extrem teuer gemacht, das hat auch Arbeitsplätze für die Kohlekumpels geschaffen in der Sanierung. Also es ist wirklich dieses differenzierte Bild, man kann jetzt nicht sagen, es ist nur alles falsch gemacht worden, sondern es ist viel Geld ausgegeben worden. Ich glaube nur mit einer anderen Weichenstellung hätte es wesentlich weniger gekostet und es hätte ein paar mehr auch Arbeitsplätze erhalten und wettbewerbsfähige Unternehmen in Ostdeutschland, auch größere. Herr Schröder, das, was bei vielen Menschen bleibt, dennoch, Sie wissen, dass Sie diese Arbeitslosenhilfe bekommen haben, dass Sie Ihre Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen finanziert bekommen haben und dennoch ist eine große Bitternis am Ende. Sind diese Leute undankbar, die nicht sehen, dass der Staat sehr wohl was für sie getan hat? Also, wie groß die Bitternis ist, da bin ich mir unsicher. Wenn die Bitternis sehr groß wäre, würde sie sich politisch organisieren. Dann würde es eine Bewegung geben, die verlangt, die eben den Untersuchungsausschuss oder der Rückgängigmachung von Dingen auch wirklich verlangt. Es reicht, die Bitternis reicht nicht mal zum Demonstrieren. Die Leute erzählen, wie schlimm das damals war, wie sie davon überrascht worden sind. Aber es hat sich für mich ja irgendwie eine passable Lösung ergeben. Schließe sie. Das heißt, hier wird natürlich auch der Opfermythos gepflegt. Wer Opfer ist, kann Ansprüche erheben. Und das spielt eine große Rolle. Sehr oft kommen diese Anklagen in Verbindung mit, ihr müsst mehr für uns tun. Und dadurch kriegt die Sache für mich schon ein gewisses Gerüchle, muss ich sagen. Wir könnten in der Tat, wenn wir weiter nach Osten blicken, zufrieden sein damit, dass es uns nicht schlimmer erwischt hat.
Aber das will niemand hören. Und es liegt auch irgendwie in der Natur der Sache, die Leute vergleichen sich mit dem Westen. Das kann ihnen ja auch niemand verbieten und sagen, dort werden ganz andere Summen geerbt und die Löhne sind auch immer noch höher als bei uns und so weiter. Sie vergleichen sich nicht mit dem Osten. Sie vergleichen sich auch meistens nicht mit der DDR. Damit müssen wir leben. Aber es wird wahrscheinlich, hoffe ich doch sehr, nach und nach auswachsen. Es gibt ja noch ein paar andere Themen, zu denen ich gerne was sagen würde. Darf ich das noch? Das eine Punkt sind die Altschulden. Das ist ein weites Feld und der Herr Noge hat schon recht, dass das fiktive Altschulden waren und man hätte auch andere Möglichkeiten gehabt, mit ihnen umzugehen. Bloß die Sparguthaben der DDR-Bürger waren auch fiktiv. Und die Altschulden wurden nämlich in dem Schürer-Gutachten auch schon, also dem Planungschef der DDR, die Altschulden wurden als Äquivalent, künstlich erzeugtes Äquivalent für die nicht gedeckten Sparguthaben behandelt. Und man hätte also sich dann entweder, die anderen ehemals sozialistischen Länder haben übrigens allesamt durch Abwertung ihre Sparguthaben verloren im Transformationsprozess. Die Ostdeutschen haben sie als einzige behalten. Und das andere, was ich da sage, die Altschulden haben keinen Betrieb in Ruin gebracht, denn die sind ja fast vollständig von der Treuhand übernommen worden. In der Bilanz der Treuhand steht 100 Millionen Altschulden, die Treuhand an die Sparkassen, an die Banken bezahlt hat und nicht die Betriebe. Und solange die Betriebe die Zinsen zahlen mussten, musste doch die Treuhand immer die Differenzen der Betrieb vor der Privatisierung, musste doch die Treuhand für jedes Defizit einstehen. Das waren ja ihre Betriebe. Also die Altschulden hätte man anders regeln können. Das ist sicherlich richtig. Aber dass die Altschulden nun großes Unglück erzeugt hätten, das kann man bei näherer Betrachtung so nicht sagen. Ich würde gern noch mal den Blick weiten, auch angeregt durch eine Zuschauerfrage, nämlich wenn man vergleicht, wie die Abwicklung der Planwirtschaften in den anderen Ostblockländern erfolgt ist, mit dem, wie das in der ehemaligen DDR passiert ist. Ist Deutschland da sozusagen der strahlende Sieger oder haben es andere ganz gut gemacht? Wir wissen es nur nicht, Herr Böcki. Da gibt es weder strahlende Sieger noch zerknirschte Verlierer. Also wenn wir uns mit unseren unmittelbaren Nachbarn vergleichen, die von der Wirtschaftsstruktur vergleichbar sind. Also wenn man nach Russland schaut, da hat man zum Beispiel die enorme Energie- und Rohstoffabhängigkeit, die ein bisschen die Koordinaten verschiebt. Also muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Aber Tschechien und die Slowakei sind relativ gut vergleichbar. Bei Tschechien eine alte Industrieregion, Böhmen, in der Zwischenkriegszeit, in den 20er Jahren, gibt es sogar Zahlen dazu, im Wesentlichen auf dem Niveau von Frankreich, was die Produktivität betrifft. Wo steht Tschechien heute? Tschechien hat keine systematischen großen Fehler in der Transformation gemacht, aber das Land hat ein Lohnniveau, dass gerade mal die Hälfte von Ostdeutschland ist. Und ich würde Gottes Willen keinen Vorwurf machen. Die hatten keine Möglichkeit, relativ schnell ihre Löhne anzupassen. Und sie haben bis heute die Löhne nicht angepasst. Und bis heute gibt es an der böhmisch-sächsischen Grenze eine Menge Pendler von von Tschechen, die in Sachsen arbeiten, was übrigens ein Teil des Corona-Problems ist, aber das nur am Rande. Also mit anderen Worten, es gibt sozusagen eine unterschiedliche Leistungsbilanz, was die Lohnangleichung zum kapitalistischen Westen betrifft. Aber da ist niemand schuld daran, außer dem Schicksal. In Ostdeutschland gab es überhaupt nicht die Möglichkeit, auf dem slowakischen Hanoke oder auf dem tschechischen Niveau die Löhne zu zahlen. Das wäre nicht gegangen. Und umgekehrt gab es in Tschechien und in der Slowakei weder die Notwendigkeit noch die Möglichkeit, die Löhne Ostdeutschlands zu zahlen. Also mit anderen Worten, das Schicksal hat uns in unterschiedliche Situationen hineingepflanzt, die unterschiedliche Instrumente erforderten. Und summa summarum würde ich, also zumindest im Vergleich von Tschechien und Ostdeutschland sagen, beide haben es richtig gemacht. Ich würde jetzt gern einen Ausfragen wollen mit Ihnen zusammen. Und zwar stellen wir uns vor,
Was wird beim nächsten runden Jubiläum, beim 40. Jahrestag der deutschen Einheit sein? Wie werden wir auf diese Zeit blicken? Was wird von diesen Mythen, was wird von dieser Erzählung sich halten? Was wird nicht mehr da sein? In Klammern, nicht mehr da sein wird hoffentlich Corona. Aber was wird von dieser ganzen Einigungsgeschichte vielleicht positiv, negativ in die Geschichtsbücher eingehen? Frau Budde, wollen Sie anfangen? Also ich glaube, dass wenn man das aus der Froschperspektive der Menschen betrachtet, also auch ich meinetwegen aus meiner persönlichen Froschperspektive betrachte, für ich persönlich sage, also sage sowieso, es gab für die friedliche Revolution und das Ergebnis der deutschen Einheit keine Alternative, obwohl wir halt 89 schon über den dritten Weg nachgedacht haben. Aber das ist wirklich nur ein ganz kleines Zeitfenster gewesen, wo man überhaupt darüber nachgedacht hat, weil man vielleicht auch wirklich nicht geglaubt hat, dass es so schnell gehen kann. Ja, es hat ja dann eine Dynamik angenommen, 89. Ich weiß nicht, wie das den anderen Kollegen aus der Zeit geht. Aber also damit hatte ich nicht wirklich gerechnet, auch nicht mit dieser Friedlichkeit. Und insofern sage ich, insgesamt, trotz aller Schwierigkeiten, in der Rückschau gut, ja, gut. Auch für meine Kinder richtig gut, mit all den Perspektiven, die es gibt. Und ab einem bestimmten Stand ist man natürlich auch bis zu einem bestimmten Grad seines Glückes Schmied selber mit, in Anführungsstrichen. Also man muss natürlich, wir sind heute in einer Gesellschaft, die erwartet und die voraussetzt, dass wir als Individuen natürlich unsere Chance auch selber in die Hand nehmen, dass nicht alles gelenkt und geleitet wird. Und insofern glaube ich, werden die nächsten Generationen etwas ruhiger auf die Treuhandanstalt zurückgucken, solange wie Menschen wie ich, die das noch erlebt haben, darüber erzählen, wird es natürlich immer auch Aufregung geben. Aber ich glaube, man wird in 10 Jahren etwas ruhiger zurückgucken und vielleicht kann man dann auch jenseits sozusagen der persönlichen und individuellen Schicksale und Situationen, das, was Herr Paquet und auch Richard Schröder und im Grunde ja vom Grundsatz her auch Herr Noke angesprochen haben, kann man das vielleicht auch sehr viel besser machen. Man braucht, glaube ich, geschichtlich eine längere Zeit, sodass persönliche Betroffenheiten stärker weg sind und die Chancen eher die letzten 20, 30 Jahre dann dominiert haben, die Menschen hatten, um mit dem Abstand, Herr Paquet, Sie haben, glaube ich, trotzdem mehr Abstand als ich. Ja, das ist auch nicht schlimm, sage ich immer. Wir haben halt, als ich 50 wurde, habe ich gesagt, ich habe 25 Jahre in der DDR gelebt und 25 Jahre im einheitlichen Deutsch, im vereinten Deutschland gelebt. Das sind halt andere Biografien, ja, und damit auch mit anderen Erfahrungen. Die machen es aber auch so spannend und interessant, ja. Aber in 10 Jahren wird da noch anders drauf geguckt. Und vielleicht kann man dann sogar das besser strukturell analysieren. Ich glaube aber, dass manche Probleme auch bleiben werden. Ich war ja auch Teil dieser Kommission 30 Jahre friedliche Revolution, 30 Jahre deutsche Einheit. Und da ist halt auch eine Empfehlung gewesen, vorausschauende Strukturpolitik zu machen. Also das wünsche ich mir schon seit 30 Jahren. Es hat irgendwie nie richtig geklappt. Ja, also auch in NRW hat es nicht funktioniert mit der vorausschauenden Strukturpolitik. Ja, ich kenne eigentlich auch im Saarland nicht. Ich kenne eigentlich keine wirkliche auch Region in Ostdeutschland, wo das, was man immer wollte, eine wirkliche Strukturpolitik Erfolg gehabt hat. Und trotzdem glaube ich, muss man es versuchen, weil wir eigentlich jetzt vor viel, viel größeren Herausforderungen stehen. Und ich weiß nicht, ob das alle schon verstanden haben, weil wir ganz oft auch nach hinten gucken. Und deshalb, ja, wir müssen viel mehr nach vorne gucken. Das, was mit der Digitalisierung jetzt begonnen hat, ist viel größer als jede industrielle Revolution. Da werden Arbeitsplätze verloren gehen, werden woanders wieder auftauchen. Aber das, was wir mit tariflichen Löhnen, mit guter Bezahlung, mit allem Möglichen erreicht haben, über Jahrzehnte in einer Industriegesellschaft, das muss völlig neu definiert werden in der Zeit, die vor uns liegt, mit ganz viel digitalen Arbeitsplätzen, mit der Verfügbarkeit rund um die Uhr und vielen anderen Dingen. Also ich kann das nur in Stichworten anreizen, ja, oder anreißen, nicht reizen. Reizworte sind das auch, aber anreißen. Ich glaube, es wird etwas ruhiger diskutiert werden.
Okay. Und jetzt nochmal ein bisschen fokussiert auf dieses, auf die weiteren 10 Jahre. Wie wird der Blick aussehen in 10 Jahren auf die Tätigkeit der Treuhand und der erfolgten Transformation? Günter Noke, was denken Sie? Werden wir es tatsächlich ein bisschen ruhiger dann angehen oder eine andere Aufregung? Ich glaube, die Treuhand insgesamt wird dann hoffentlich noch ein bisschen differenzierter gesehen. Ich würde mir wünschen, dass echte Kriminalfälle aufgearbeitet werden. Und dazu gehört, das ist eben leider, Herr Schröder, muss ich schon noch mal sagen, wenn man die Altschulden auf Null gesetzt hätte und nicht über Nacht zu echten D-Mark-Schulden gemacht hätte, an denen dann die Deutsche Bank und die Deutsche Kreditbank und so weiter profitiert von haben. Und dafür haben sie fast nichts bezahlt für diese Kredite, die sie dann plötzlich in ihren Bilanzen hatten und die Treuhand, die ja ohne Risiko waren und die Treuhand dann, wie Sie gesagt haben, bezahlt hat. Das ist schon ein Geschenk, was die Politik da auch privaten Unternehmen gemacht hat. Das sollte man doch bitteschön, wenn die Akteure vielleicht nicht mehr leben, dann auch mal aufarbeiten. Das ist nicht ganz fair gelaufen. Da gibt es genug Anfragen im Bundestag, die das auch klargestellt haben, dass das nicht sauber war. Und man hätte eben solche Aktionen nicht machen müssen. Man kann sich das auch vorher überlegen. Und das wünsche ich mir eben, dass wir es lernen, etwas besser zu kommunizieren. Es ist ja nicht so, dass man sofort weiß, worum es geht und was wichtig ist, aber man kann sich doch wenigstens so weit austauschen, die eigenen politischen Interessen sagen, und dann kann man immer noch politisch entscheiden. Aber wenn man die falschen Debatten führt, wenn man sie vermeidet, und leider auch durch Medien wurden oft Debatten nicht geführt oder vermieden. Das ist vielleicht auch heute noch ein bisschen so. Sie wissen ja, Sie haben mich auch vorgestellt, ich bin Afrika-Beauftragter der Bundeskanzlerin. Wir wissen eigentlich, dass in Afrika eine Art von Zeitbombe existiert, wenn da nicht eine Art von Industrialisierung stattfindet und selbsttragender Wirtschaftsaufschwung, wo Arbeitsplätze entstehen, werden auch dort die guten Leute weggehen, genauso wie sie aus dem Osten in den Westen gegangen sind nach 1989, weil einfach keine Möglichkeit besteht, Perspektiven für sich und ihre Familien dort zu schaffen. Wir müssen also nicht ideologische Debatten führen über Afrika oder was wir dort alles sagen oder nicht sagen dürfen, sondern wir müssen etwas tun, damit dieser wirtschaftliche Aufschwung oder selbsttragende Wirtschaftsentwicklung stattfindet. Das kann man nicht alles mit staatlichem Geld und mit Wirtschaftsentwicklungshilfe machen. Das genauso, wie Sie es erklärt haben, Herr Paquet, das wissen wir eigentlich heute, aber darüber redet niemand. Wir interessieren uns eher nicht dafür und wundern uns, wenn mal wieder 1 Million von Menschen vielleicht da irgendwo im Süden Europas sagt, wir würden gerne kommen. Das ist doch keine langfristig antizipative, vorausschauende Politik oder wegen mir auch Strukturpolitik, Frau Butte, ist mir egal, wie wir es nennen. Wir müssen auf jeden Fall uns bewusst machen, dass wir vieles wissen, aber nicht danach handeln, sondern immer erst die Katastrophen eintreten lassen. Und das wäre mein Wunsch, dass wir aus den Dingen lernen. Und das heißt, die Vergangenheit der Treuhand real beschreiben und ehrlich sind, damit wir das, was vor uns liegt, nicht wieder verschlafen, sondern den Herausforderungen etwas besser gerecht werden. Das war nur ein Beispiel mit Afrika. Es gibt noch ein ganz paar andere, aber das wäre zumindest relativ naheliegend, weil ich denke, da entscheidet sich in den nächsten 20, 30 Jahren auch ein Stück das Schicksal zu Europa, das Schicksal für Europa. Herr Schröder, Sie sind ja maßgeblich dem Bild mit beteiligt, dass in den Geschichtsbüchern geschrieben wird über diese Zeit. Denken Sie, dass Sie mit Ihrer Sisyphus-Arbeit, die Sie jetzt in den letzten Jahren betrieben haben, da doch schaffen, dass sich diese Negativerzählung vielleicht etwas mehr wandelt zu einer realistischen Erzählung? Also bei einer letzten Umfrage über die Treuhand hat man festgestellt, ich weiß die Zahlen jetzt nicht mehr so ganz genau, dass über 30% der Befragten und bei den Jüngeren noch viel mehr mit dem Wort Treuhand nichts anfangen konnten. Die konnten sie nicht nach der Treuhand befragen, weil sie, was ist denn das? So, und so wird das dann übrigens auch irgendwann mal mit der BSTU, die Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, das wird mit der Zeit ein bisschen im Nebel verschwinden. Und was dann über jene Zeit erzählt werden wird, mir fällt ein, dass in allen Städten, fast in allen deutschen Städten, sieht man heute noch diese Straßenzüge, seitdem man sagt, die sind in der Gründerzeit gebaut worden.
Man wird, das ist doch jetzt schon zu sehen, man wird in späterer Zeit, ob es Leipzig oder Dresden ist oder auch Berlin vielleicht nicht so stark, sondern ja, das alles ist nach der Wende gebaut worden. Es wird der Eindruck, der zutreffende Eindruck entstehen, dass es da eine unglaubliche Bautätigkeit gegeben haben muss. Und das ist ja auch wiederum nicht falsch. Es ist nicht so, also manche sagen ja noch 20 Jahre drauf und ein Großteil der historischen Substanz wäre gar nicht mehr zu retten gewesen. Was ich vermute ist, es wird also eine positive Stimmung von jungen Leuten getragen in den größeren Städten und rings um sie entstehen. Und es wird ein Gefühl von abgehängten Rentnern in entvölkerten Dörfern entstehen. Wir werden wahrscheinlich im Osten wegen des stärker als im Westen eine mentale Differenz zwischen Stadt und Land bekommen. Gut, Herr Schröder, vielleicht aber auch nicht, das ist ein neues Thema, denn wenn wir jetzt sehen, dass anhand von Corona es offenbar wieder eine Tendenz Richtung Land geht, ja, könnte es vielleicht dann doch anders werden. Ja, ja. 20 aber ehrlich bis 30 gesagt, Kilometer. Ne? Ja, 20 bis 30 Kilometer, mehr nicht. Ich möchte das Fass jetzt gar nicht aufmachen, sondern eigentlich Herrn Paquet das Schlusswort überlassen. Denn, Herr Paquet, Sie haben eine große Aufgabe an den Universitäten, in den Lehranstalten, nämlich der Jugend etwas zu erzählen über die Treuhand. Und was glauben Sie, wie wird diese Geschichte klingen in 40, also 40 Jahre nach der deutschen Einheit in 10 Jahren? Also zunächst einmal wird es eher mühselig sein, speziell für die Wende und die wirtschaftlichen Begleitumstände ein besonderes Interesse zu wecken. Die jungen Menschen interessieren sich für Themen, die eigentlich nicht allzu viel per se mit der deutschen Einheit zu tun haben. Das sind genau die Themen, die Frau Budde, glaube ich, vorhin auch angerissen hat. Da geht es um Globalisierung, da geht es um Digitalisierung, da geht es um viele andere Fragen, auch die Spaltung der Gesellschaft, aber nicht die Spaltung der Gesellschaft entlang der früheren innerdeutschen Grenze, sondern die Spaltung der Gesellschaft zwischen ländlichen Regionen und urbanen Zentren, wie wir sie in Deutschland, aber auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern beobachten. Also es wird alles überlappt von neuen Themen. Und im Rahmen dieser Fragestellung wird dann gelegentlich sozusagen aufluken, wenn man so will, diese prägende Zeit der 90er Jahre. Das wird ein wenig ähnlich sein, wie es früher im Umgang mit den 50er Jahren oder den 20er Jahren waren oder dem Kaiserreich. Also Richard Schröder hat das erwähnt. Und das ist eine absolut gesunde, natürliche Entwicklung, dass so etwas ein Stück weit historisiert wird und dann wird man natürlich auch mit einer gewissen Nüchternheit über die Fragen sprechen können. Dieser Prozess ist übrigens längst im Gange. Das können wir an einer Reihe von Umfragen erkennen. Richard Schröder hat ja eine angedeutet, ich könnte noch mehr nennen. Und in diesem Prozess befinden wir uns. Also insofern gibt es überhaupt keinen Grund zur Panik, wenn man so will, sondern das ist eigentlich ein natürlicher Verarbeitungsprozess, der derzeit stattfindet. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen allen sehr, sehr herzlich für diese Runde. Wir haben geredet über die Treuhand, über Fakten, Meinung, Mythen, konnten vielleicht mit dem einen oder anderen Mythos auch aufräumen. Politik und Zeitzeugen waren im Gespräch, oder besser Politiker und Politikerinnen waren im Gespräch bei der Stiftung Aufarbeitung. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und machen Sie es gut. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen und hören.